Das Mehl geht in den Kanal runter und wird in dem Sieb ausgesiebt. Das sprüttelt und schüttelt dann, wie wenn Sie daheim auch sind. Das ist noch der alte, aber den haben wir ersetzt. Dann haben wir hier das Wort, das Doppelwort, vor dem Zeige, und das hintere Wort haben wir auch irgendwann einmal erlebt. Oder kennen wir von irgendwoher. So, hier kommt die Kleie raus. Als Viehfutter. Heute essen wir es zum Teil mit, weil wir Fische, das ist ja gar nicht mal so ungesund, aber ist egal. Jetzt ist es eine relativ einfache Öffnung, da kommt ja nur das Viehfutter raus und so weiter, die minderwertige Kleie. Trotzdem ist hier der sogenannte Kleiekotzer in unserem Dialekt sehr aufwendig gestaltet. So ein Kleiekotzer, wenn er seine traditionellen paar hundert Jahre auf dem Buckel hat, je nachdem, in gutem Zustand, ist ein beliebtes Sammlerobjekt. Das ist das Erste, was fehlt, der Mühlstein nimmt keiner mit. Einmal hier nicht abschlossen. Fehlt meistens so sowas. Das ist der traditionelle Wert. Leder, dann hier Transmission von Weiterleitung. Die besteht immer aus einem leerlaufenden Draht, was jetzt der Fall ist, und einem mitnehmenden Draht, das die Einrichtung einschalten kann. Und dann wird mit einer Einrichtung der Leitriemen von dem leerlaufenden Draht auf das Lied nehmen die rübergeschoben und dieser Vorgang nennt man Einrücken. Dieses Einrücken kommt aus der Textilindustrie hauptsächlich damals und ist in sächsischer Gegend wird heute noch für den Einrücken und Ausrücken verwendet, auch wenn die Maschine im Schalter macht. Da lässt sie den Einschalten oder Ausschalten der Rückseite von der Rückseite aus an den Ruf, damit sie überlagern. Der alte Begriff ist immer noch ein- und Ausrücken, wenn die Maschine im Betrieb sitzt oder noch abschaltet. Das soll es drücken, ob es da überein, wenn es funktioniert. Was dann den Muskel zerreibt. Das heißt, er ist schon der Stand.
machen. Ja, ja, da ist alles anders. Aber die letzten Nächte haben wir auch. Was ist denn? Oh, der Swimmingpool, den ich gerne hätte. Ja. Das wäre toll. Ja. Und die Hühner, guck mal, das ist ein Swimmingpool, ein Häuser mehr. Und ein Grill, da ist sogar ein Grill dabei. Wir brauchen nur noch Männchen dann.
Demonstranten. Thank you.
Thank you.